Wir machen jetzt halt nochmal einen Aromatest von Dampflein, das Blacklein kauft. Vom Dampflein, das Blacklein habe ich gekauft, das habe ich angemischt am 27.08. mit 3 Milligramm Nikotin. Und da würde ich sagen, das testen wir jetzt in meiner Paranormal 250C, ich zeige es gerade mal hier in Kamera, im Replay-Modus mit 60 Watt. Das ist doch, glaube ich, sich selber geil. Ja. Und mit 80 Watt. Mit dem Mandy-Vape Mesh Audio auf jeden Fall. Die Watte ist so ziemlich trockendampft. Das ist das Gute an dem Gerät. Man kann die Watte trockendampfen. Muss ich jedes Mal frische Watte rein tun. Kann ich nur jedem empfehlen. Und dann gucken wir mal, wie das jetzt schmeckt noch. 27. Heute haben wir da. Was haben wir denn heute? 15. Also reift auf jeden Fall schon über 2 Wochen. Schmeckt echt geil, schlecht. Schmeckt ein bisschen eigenartig. Aber das Eigenartige wird wahrscheinlich daher kommen, dass wir Ingwer, Kaktus und Menthol drin haben. Und Ingwer, ich habe keine Ahnung, was Ingwer ist. Ich habe das noch nie gegessen. Ich kann also Ingwer wirklich schlecht beurteilen, aber ich kann sagen, hat einen All-Day-Charakter, schmeckt echt richtig gut. Angemischt habe ich das mit wie viel Prozent? Aromaanteil. Wir haben das angemischt mit 9%. Empfohlen wird es ja mit 8-11%, also ich habe dann das auf jeden Fall nicht überdosiert. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her kann man jetzt eigentlich auch nicht viel sagen. Wir haben das jetzt mit 8% oder 9% angemischt. Nehmen wir mal 10%. Ich kriege für 9,90 Euro 20 Milliliter, das heißt, ich kann mir 200 Milliliter Liquid anmischen. 100 Milliliter sind wir dann bei 5 Euro. Rein vom Aroma her, Base plus Nikotin dazu, auch teuer ist das jetzt. Und das ist so Aroma, wo ich sagen kann, kann man tatsächlich mal über einen längeren Zeitraum dampfen. Das Menthol, was drin ist, ist nicht übertrieben. Kaktus und Ingwer. Also Kaktus, meine ich mal, dass ich weiß, wie es schmeckt, weil ich schon ein paar Aromen mit Kaktus jetzt dampft habe. Ingwer, kann ich jetzt schlecht beurteilen, habe ich noch nie gegessen. Aber Aroma kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Man kann es gut dampfen, ist mal Abwechslung, schmeckt ein bisschen anders.
Ist das jetzt so, wie soll ich sagen, jetzt so übertrieben? Er ist angenehm zum Dampfen. Also, Kälte ist meiner Meinung nach gar keine drin. Auf jeden Fall schmecke ich sie im Mesh RDA raus. Menthol ist drin, dezent. Ja, also das Aroma-Fläschle werde ich mit Sicherheit leer dampfen. Kauft dann ich das bei Meister Fritz Puff für 9,90 €. Kriegt man bestimmt auch in alle anderen Online-Shops. Ihr habt mir das selber gekauft, also keine Produktplatzierung oder sonst irgendwas. Kann ich weiterempfehlen. Würde sagen, dass das Video jetzt zu lang wird, sehen wir uns im nächsten Video.